ist leer, das Ding. Aber du bist ein Autofreak? Den habe ich auch. Genau. Den Smart habe ich auch zu Hause stehen. Genau. Dann erklär mir mal, wieso du zum Kleinen hast und einen etwas größeren. Das war, weil ich in Genua waren die Straßen nicht unbedingt so breit, wie wir sie in Deutschland kennen. Und dann hatte ich so einen Sportwagen und dann ging es aber, Genua ist halt viele Berge. Ich habe selber auf dem Berg gewohnt und dann war das immer schwierig. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich halt das Auto, wenn ich mal unterwegs bin, wenn ich auch mal nach Mailand gefahren bin, weil das war ja da in der Nähe. Und das Auto halt immer für Training. Den Smart einfach, ganz gemütlich und dann bin ich nach 2 Minuten da. Den kennen wir doch auch. Götze, ja, mit dem, den kenne ich ja auch schon seit einigen Jahren. Ne? Ich habe ja damals, bevor ich zum HSV gegangen bin, ein Probetraining gemacht damals. Und da haben wir uns halt das erste Mal kennengelernt. Und dann haben wir halt in der Nationalmannschaft, in den U-Mannschaften immer zusammengespielt. Er hat es dann halt ein bisschen früher geschafft nach oben. Ich bin dann halt irgendwann nachgekommen. Irgendwann ist dann halt eine Freundschaft raus geworden. Und jetzt mittlerweile, ja, wird es halt immer intensiver, weil man halt auch hier bei der Nationalmannschaft ist. Und dann sehen wir uns meistens. Und ja, also eine riesen Freundschaft, cooler Typ. Rio Ferdinand, ja, das war früher mein Vorbild. Ich habe ganz, ganz früher, wenn wir sehr weit zurückgehen, habe ich Stürmer gespielt. Mittelstürmer, immer da vorne drin gestanden, sich nicht viel bewegt. Kopfballstark, ja, genau. Ja, dann bin ich ja zum HSV gewechselt, zur Nationalmannschaft berufen worden und dann wurde ich zum Defensivmann umgeschult und dann fand ich ihn halt einfach geil. Großes Vorbild damals gewesen. Die 7 Fremdsprachen, die du sprichst, die haben wir ja nicht reingekriegt. Genau. 5 Fremdsprachen. 5. Albanisch, gut Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch jetzt. Was ist die schönste? Italienisch finde ich am schönsten. Albanisch ist natürlich zu Hause gesetzt, muss mit Mama und Papa, aber das ist auch schon so mehr Albanisch-Deutsch. Und dann natürlich Italienisch. In den 3 Jahren, wo ich dort war, habe ich versucht, die ganze Zeit die Sprache zu lernen, weil ich sie einfach so geil finde. So, meine Geheimnisse. Ciao. Ja.